marxianisch, ohne vorauszusehen, dass gerade die Industrialisierung die Ernährungsfrage in der allerkürzesten Zeit und in historisch noch nie dagewesener und nachhaltiger Weise lösen würde. Maschinen brauchen ja keine Nahrungsmittel, produzieren aber ein Vielfaches von dem, was Menschen produzieren können. Zudem übersah Quintana, dass Maschinen kein naturwüchsiges Gebilde, sondern selbst Produkt menschlicher Innovation und Arbeit sind. Maschinenproduktionsgüter also müssen selbst wiederum vom Menschen hergestellt werden, was neue und immer produktivere und damit höher entlohnte Arbeit schafft. Die zunehmende Ersetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen bewirkte in Tat und Wahrheit also gerade das Gegenteil dessen, was Kettler und viele seiner Zeitgenossen befürchteten. Diese falsche Denkweise, die finden wir ja auch heute noch. Die Rationalisierer nehmen den Menschen die Arbeit weg, und das stimmt überhaupt nicht. Das macht sie produktiver, damit macht sie uns alle reicher. Die von den damaligen liberalen Visionär befürwortete Gewerbefreiheit, von Kettler als Ursache des Übels kritisiert, wurde in Wirklichkeit zum Motor einer neuen Form von Wirtschaft, die es erst ermöglichte, die verarmten Massen aus den ländlichen Gebieten zu ernähren und ihnen allmählich einen nachhaltigen Wohlstand zu verschaffen. Das ging zwar nicht in einer Generation, aber in 2 bis 3 Generationen war das schon geschafft. Der bekannte katholische Sozialethiker Johannes Messner, den Sie alle kennen, nehme ich an, beginnt sein Buch Die soziale Frage bezeichnender und fairer Weise mit einem Kapitel über die Leistungsfähigkeit der kapitalistischen Wirtschaft. Trotz seiner wie auch immer zu beurteilenden Einwände gegen den Kapitalismus muss er zugeben, dass ganz entgegen aller früheren Erwartungen eingetreten war, was die liberalen Visionäre von Anfang an behauptet hatten. Messner beruft sich auf Schumpeter und schreibt in Bezug auf England, Zitat: Von 1800 bis 1913 hat sich dort die Bevölkerung verfünffacht, das Gesamteinkommen verzehnfacht, die Preise sind auf die Hälfte gesunken, das durchschnittliche Realeinkommen des Einzelnen hat sich vervierfacht. Dabei ist die Dauer der Arbeit für den Einzelnen fast auf die Hälfte gesunken, dazu außerdem die Kinderarbeit völlig ausgeschaltet und die Frauenarbeit sehr eingeschränkt worden. Heute wollen wir, dass die Frauen wieder arbeiten, nicht? Für Deutschland, Ende des Zitats, für Deutschland gelte Ähnliches, schreibt Messner, ja mehr noch. Im 19. Jahrhundert sei in Deutschland die Bevölkerung um 44 Millionen angestiegen, von ca. 20 auf über 60 Millionen. Dennoch hätten sich die Reallöhne mindestens verdoppelt und die Arbeitszeit um ein Drittel verringert. Das ist genau der Prozess, der typisch ist für eine kapitalistische Wirtschaft. Und eben gerade nicht die Verelendung, sondern das Gegenteil. Die treibende Kraft, die hinter der damals erhobenen Forderung nach dem Sozialstaat stand, waren gerade nicht diese realen wirtschaftlichen Daten, sondern eher die sozialistisch beeinflussten Fehleinschätzungen, die auch von kirchlichen Kreisen damals übernommen wurden. So formte sich auch auf katholischer Seite die Überzeugung, dass ohne staatliche sozialpolitische Eingriffe das Los der Arbeiterschaft nicht verbessert werden könnte. Der Staat, also nicht nur Rechtsstaat zum Zweck der Freiheitssicherung, sondern auch Sozialstaat zur Schaffung sozialer Gerechtigkeit sein müsse. Der Mythos, dass nicht die Wohlstandsdynamik des Kapitalismus, sondern nur Umverteilung von Reich zu Arm das Los der Ärmeren verbessern könne, ist bis zum heutigen Tage lebendig und Teil des Pathos, mit dem auch von einer sozialen Marktwirtschaft gesprochen wird, die ganz im Widerspruch zur Meinung ihrer Gründerväter, etwa Ludwig Erhard, eben deshalb sozial sei, weil sie die Ergebnisse des Marktes durch Umverteilung korrigiere. Erhard hingegen vertrat noch die Meinung, dass das Soziale an der sozialen Marktwirtschaft gerade der auf Wettbewerb beruhende Markt sei, der zum Wohlstand für alle führe. Man hat ihn mal gefragt, das ist eigentlich das Soziale an der sozialen Marktwirtschaft, der sagte, der Markt. Bezüglich der Frage der sozialen Aufgaben des Staates drückte sich Rerum Novarum allerdings extrem zurückhaltend aus. Der Geist des Enzyklika, wie auch des sozialen Katholizismus des 19. Jahrhunderts, beginnend gerade mit Bischof Kettler, ist Lichtjahre entfernt von dem, was heute katholische Sozialethiker und unter dem Stichwort soziale Gerechtigkeit und soziale Marktwirtschaft fordern. Aus heutiger Sicht wirken Bischof von Ketterlers Ausführungen zum Thema staatliche Sozialhilfe geradezu wohltuend.
Wofür der Mainzer Bischof nämlich plädierte, war nicht mehr, eher sogar noch etwas weniger als das, was Peter der Position von Friedrich August von Hayek entspricht, der ja für eine minimale staatliche Sozialversicherung für die dringendsten Bedürfnisse im Alter bei Arbeitslosigkeit und im Krankheitsfall und so weiter plädierte. Aus dem traditionellen Prinzip, dass das Recht auf Privateigentum dem Recht aller an den Gütern der Natur teilzuhaben untergeordnet ist, das ist ein traditionelles christliches Prinzip, dass das Recht auf Privateigentum dem Recht aller an den Gütern der Natur teilzuhaben untergeordnet ist, leitete Ketteler nämlich einzig und allein das Recht auf den sogenannten Mundraub ab, also die Aneignung fremden Eigentums in äußerster Not und zum unmittelbaren Überleben. Auf diese Weise könne eine strenge Gerechtigkeitspflicht des Eigentümers begründet werden, wenn nötig, Armen die Lebensnotdurft zu gewähren. Da bestehe eine Pflicht der Gerechtigkeit. Alles Weitere sei jedoch lediglich Pflicht der freiwilligen Nächstenliebe. Niemand könne gezwungen werden, über das für die Existenzerhaltung Notwendige hinaus anderen etwas von seinem Eigentum herzugeben, was nicht bedeutet, dass der Besitzende zwar nicht aufgrund von Gerechtigkeit, aber aus christlicher Nächstenliebe nicht die Pflicht habe, das Los seiner Mitmenschen nach Möglichkeit zu verbessern. Aber keinesfalls, so Kettler, dürfe der Staat ihn dazu zwingen. Deutlich schreibt er, ich zitiere, die staatliche Zwangsgerechtigkeit geht nur bis auf eine gewisse Grenze, die zum Schutze aller und zur Ordnung notwendig ist. Von da an beginnt das Gebiet der Freiheit, auch der Freiheit des Eigentums, das aber wieder ein Gebiet der Pflicht ist, nämlich der Pflichten der Nächstenliebe. Fast, Ende des Zitats, fast prophetisch könnte man meinen, polemisierte Ketteler gegen, ich zitiere, ein immer weiter ausgebildetes Steuer- und Zwangssystem, an dem sämtliche Staaten fast zugrunde gehen und bei denen freie Selbstbestimmung und Gesinnung gänzlich in den Hintergrund treten. Ende Zitat, das 1863. Er fährt fort, Zitat, wir sehen hier, wie diese Idee des Steuer- und Zwangssystems immer weitergeht und wie dadurch die moderne Richtung bekundet, dass ihr alle Prinzipien der wahren Freiheit fehlen. Das Christentum führt die Individualität zur vollen Freiheit. Der moderne Geist vernichtet die Individualität selbst in ihrem Eigentumsverhältnis. Ende des Zitats. Diese Kombination einer minimalen staatlichen Sozialhilfe auf der Ebene der Lebensnotdurft mit Werken der christlichen Nächstenliebe auf der anderen Seite für all das, was darüber hinausgeht, bleibt mit Gewissheit hinter der visionär liberalen Konzeption der privat und genossenschaftlich organisierten Selbsthilfe zurück, die ja nicht an Nächstenliebe appelliert, sondern sich selbst wiederum als ein für alle beteiligtes profitables Marktgeschehen verstand. Das katholische Denken blieb weitgehend in einem paternalistischen Denken gefangen, vertraute für die Lösung sozialer Probleme wenig auf die Kräfte der Eigenverantwortung und privater Initiative oder gar auf marktwirtschaftlich-unternehmerische Lösungsansätze. Man verblieb ganz in der Alternative und das bis heute auf der einen Seite staatliche Sozialhilfe und auf der anderen christliche Caritas. Es mag sein, dass für das liberale Konzept der Selbsthilfe mit den Kräften der Zivilgesellschaft und für marktorientierte unternehmerische Lösungen damals die Zeit noch nicht reif war. Jedenfalls würde man Worte wie diejenigen von Bischof Kettler über die Idee des Steuer- und Zwangssystems, dem alle Prinzipien der wahren Freiheit fehlen, heute gerne in einem christlich-demokratischen Parteiprogramm lesen, was allerdings völlig illusorisch erscheint. Heute haben wir uns an einen Diskurs über eine diffuse soziale Gerechtigkeit und eine sogenannte soziale Marktwirtschaft gewöhnt, die in unglaublichen Höhen Eigentum durch Zwangsbesteuerung umverteilt, das soziale Heil also vom Staat erwartet und damit den Warnungen Kettlers geradezu Hohn spricht. Unsere heutigen Demokratien sind von Politikern, auch christlichen Politikern geprägt, die wissen, dass sie nur dann Chancen auf eine Wiederwahl haben können, wenn sie immer neue soziale Wohltaten versprechen, die mehr Transferleistungen und mehr Umverteilung bedeuten, an denen aber, wie wir heute wissen und wie Bischof Kesseler vor bald 150 Jahren warnte, sämtliche Staaten fast zugrunde gehen. Wäre da nicht die Notenpresse und deutscher Fleiß, die das alles finanzieren? Wie lange allerdings noch, das können wir nicht genau wissen. Das katholische soziale Denken hat sich während der letzten 100 Jahre
immer mehr in Richtung einer Bejahung des Wohlfahrtsstaates und der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit hin entwickelt. Das war eine Einbahnstraße, die sich heute zunehmend als verhängnisvolle Sackgasse erweist, vor der auch Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Centesimus Annus eindringlich gewarnt hat. Es ist lohnend, mal nachzulesen, was Johannes Paul II. In Centesimus Annus über den Wohlfahrtsstaat schreibt. Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit ist heute weitgehend zu einer Chiffre verkommen, die an ein diffuses Gefühl appelliert, zu kurz gekommen zu sein und deshalb auf einem Teil dessen Anrecht zu haben, was die Mehrbegüterten besitzen. Das hier näher auszuführen, würde zu weit führen. Das Grundproblem scheint mir jedenfalls darin zu liegen, dass es überhaupt keine objektiven Kriterien dafür gibt, worin denn so etwas wie ein Zustand sozialer Gerechtigkeit bestehen könnte. Schon wegen des Fehlens solcher Kriterien lässt sich soziale Gerechtigkeit nicht herstellen. Doch auch aus einem anderen Grund ist dies unmöglich. Je gerechter zum Beispiel je gleicher eine Gesellschaft nämlich ist, desto mehr werden Ungleichheiten als ungerecht empfunden. Desto höher steigen also die Ansprüche an soziale Gerechtigkeit und desto mehr steigert sich also die Tendenz zur Umverteilung. Auch die Armut, nämlich die sogenannte relative Armut, die immer neu definiert wird, bleibt beständig bestehen, ja kann sich durch beständige Anhebung der Qualitätsstandards und entsprechender Armutsdefinition sogar noch vergrößern. Es gibt ja immer mehr Armut, weil Definitionsgrenze derer, die als arm bezeichnet werden, die steigt immer mehr an mit steigendem Wohlstand. Soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung ist jedoch ein Weg, der nicht nur die gesellschaftlichen Strukturen der Solidarität schwächt und die Familie zerstört, sondern früher oder später in den finanziellen Ruin des Staates führt. In Schweden hat man hier, nachdem das System unfinanzierbar geworden war, bereits dazugelernt. Man schaffte dort sogar die Vermögens- und die Erbschaftssteuer ab. Stellt euch vor, in Schweden gibt es keine Vermögens- und keine Erbschaftssteuer mehr. Und oh Wunder, die Reichen kehrten ins Land zurück und füllten wieder die Staatskassen. In Schweden besitzen 20% der Reichsten, die Top 20% besitzen 73% des Reichtums in Schweden. Das ist nicht in den USA, das ist in Schweden so. Gegen letztlich oft demagogischen Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, die ein an sich gesundes Gerechtigkeitsgefühl durch den Appell an Neid und Ressentiment pervertieren, kann man sich heute auf Bischof Ketteler und seine Warnung vor einem Steuer- und Zwangssystem berufen, dem alle Prinzipien der wahren Freiheit fehlen, wie er sagte. Berufen kann man sich auch auf Christian Hermann Vosen, den Priester und Freund des Gesellenvaters Adolf Kolpings, der zwar ganz im Sinne der Subsidiarität im Jahre 1864 für eine staatliche Unterstützung unserer Selbsthilfe, aber gegen eigentliche Staatshilfe plädierte. Ich zitiere: Staatshilfe ist Vormundschaft und wird für den Einzelnen zuletzt Sklaverei, mag auch der Staat Republik heißen. Ende des Zitats. In der Tat ist auch die katholische Tradition des sozialen Katholizismus also stets in der Tradition der Freiheit gestanden. Wir haben das vergessen. Mit einem gesunden Misstrauen gegenüber einem Staat, der sich als säkularer Heilsbringer versteht. Der moderne Wohlfahrtsstaat und die Wohlfühldemokratie, die alle Ansprüche an den Staat zu befriedigen sucht, ist schon längst zur innerweltlichen Heilsanstalt mutiert, dessen letztlich materialistische und totalitäre Absichten von den Schöpfern des schwedischen Wohlfahrtsstaates Alvar und Gunnar Myrdal schon im Jahre 1934 deutlich ausgefochten wurden. Die haben das damals schon gesagt, was sie eigentlich wollten. Ich zitiere: In Zukunft wird es der Gesellschaft nicht mehr gleichgültig sein, was die Menschen mit ihrem Geld tun, wie sie wohnen und welche Art von Nahrungsmitteln und Kleidung sie kaufen. Die Tendenz wird auf jeden Fall in Richtung der Begünstigung einer politischen Organisation und Kontrolle, nicht nur Verteilung der Einkommen, sondern auch der Konsumgewohnheiten innerhalb der Familie gehen. Ende des Zitats. Ich weiß nicht, ob das auch in Österreich schon der Fall ist, aber man will uns ja schon bald vorschreiben, was wir essen dürfen, was wir nicht essen sollen oder nicht essen sollen und so weiter und so fort. Was in Schweden jedoch schon lange als ein Irrweg erkannt wurde,
scheint bei uns immer noch eine Tendenz zu sein, die von der Politik gehätschelt und gefördert wird und der sich kaum einem Politiker entgegenzustellen getraut, aus Angst, er könnte nicht wiedergewählt oder zumindest in seiner Partei isoliert werden. Und damit komme ich nun zum Schluss. Ich denke, christlich inspirierte Politik sollte sich wieder zunehmend darauf besinnen, was eigentlich die Aufgabe des Staates als eine mit Zwangsgewalt versehene Gebietskörperschaft ist. Freiheitssicherung, die Ermöglichung eines geordneten Zusammenlebens in Freiheit. Die christliche Option für die soziale Gerechtigkeit hat sich, insofern sie an den Staat und entsprechende Mechanismen der Umverteilung appelliert und zum modernen Wohlfahrtsstaat führte, als ein Irrweg erwiesen. Er kann als solcher aber erst erkannt werden, wenn die traditionellen Legenden und Mythen über Kapitalismus und freien Markt überwunden werden. Was wir heute brauchen, sind Alternativen zum Wohlfahrtsstaat, der schließlich in der heutigen Ausprägung eine eklatante Verletzung des Subsidiaritätsprinzips bedeutet und wesentlich mitverantwortlich ist für die Zerstörung der Familie und anderer gesellschaftlichen Strukturen der Solidarität. Wenn wir an Solidarität denken, denken wir sofort an den Staat, nicht? Weil niemand fühlt sich mehr verantwortlich für seine Mitmenschen. Das heißt nicht, dass jegliche Form der Umverteilung a priori abzulehnen ist. Sie darf aber nicht zu einem System der generellen staatlichen Zwangsfürsorge und Absicherung werden, sondern muss sich damit begnügen, ein soziales Auffangnetz für Menschen bereitzustellen, die sich alleine nicht selber helfen können. Doch muss sie immer Hilfe zur Selbsthilfe sein, keine Fürsorge, die in die Abhängigkeit führt. Der chilenische Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Mauricio Rojas, als Marxist in der Gefolgschaft Allendes nach dem Militärputsch Pinochets ins linke Wohlfahrtsparadies nach Schweden geflüchtet und dort zum liberalen und dezidierten Kritiker des schwedischen Wohlfahrtsstaates mutiert, stellt in seinem äußerst lesenswerten Buch Beyond the Welfare State liberale und gezielt marktwirtschaftliche Alternativen zum Sozialstaat dar. Diese sind nicht weniger sozial. Im Gegenteil, sie sind, weil sie anstatt die Bürger in die Abhängigkeit von staatlichen Bürokratien zu zwingen, an Freiheit und Eigenverantwortung appellieren, letztlich sozialer und humaner. Wir sollten uns daran gewöhnen, das Soziale nicht mit dem, was der Staat machen kann, zu identifizieren. Wohlfahrtspflege der Zukunft, so Mauricio Rojas, sollte auf freier Wahl und marktwirtschaftliche Mechanismen beruhen, auf individualisierte Bedürfnisse abgestimmt sein, an Eigenverantwortlichkeit und unternehmerische Kreativität appellieren. Die traditionellen nationalen, zentralistischen, bürokratischen und auf Zwang beruhenden Strukturen des Wohlfahrtsstaates sind auch wegen der zunehmenden internationalen Migration ein Anachronismus und ineffizient. Und sie sind vor allem deshalb unreformierbar, weitgehend, weil ihre Weiterexistenz im Interesse des Staates selbst liegt, das heißt im Interesse der Beamtenschaft, der Politiker, der Gewerkschaftsbosse und natürlich auch derjenigen, die die Macht über das Geld- und Finanzsystem besitzen. Das ist ein anderes Thema, das ich aber nun nicht im Einzelnen angehen kann. Denn sie alle gewinnen an der inflationären Kultur der öffentlichen Verschuldung auf Kosten der kleinen Sparer natürlich. Der Sozialstaat ist schon längst zum unsozialen Wertevernichter geworden, der uns alle nicht nur ärmer macht, sondern auch uns auch das Gefühl und die Freude an der Freiheit und den Mut dazu nimmt. Den Menschen diese Freude an der Freiheit und den Mut zur Freiheit zurückzugeben, ist deshalb meiner Ansicht nach heute die vordringliche Aufgabe einer christlich inspirierten Politik. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.